Alles klar, Freunde, und willkommen zurück. Und es geht auch sofort weiter, nachdem wir nun endlich Dragosso befreit haben. Beziehungsweise, was sagt denn der Dude hier? Wir gehen direkt. Halt's Maul, Junge. Wir gehen auch direkt nach Lavandia, Freunde. Wir lassen da nicht zappeln. Wir gehen nicht zuerst zur Arena-Leiter oder so. Nee, wir gehen direkt nach Lavandia und danach können wir alles andere weiter besprechen. Weil ich will euch das auf jeden Fall zeigen. Die Story mit Dragosso, Freunde. Die Story mit Dragosso will ich auf jeden Fall zeigen. Deswegen lasst uns ganz schnell unsere Pokémon hin. Wir können uns, glaube ich, noch ganz kurz Eisenschweif kaufen. Und dann geht es nach Lavandia. Denn wir sollten eigentlich so viel Geld haben. Ja, eigentlich schon. Alright. Dementsprechend sind wir wieder zurück hier an der Stelle. Dragosso ohne Spaß. Ey, guck mal, relax, so Puppe. Prismana City haben wir uns auch noch nicht ganz angesehen. Laufen wir mal ein bisschen nach rechts. Gucken wir mal ganz kurz. Sagt mir nicht, ich bekomme Fliegen. Also die Geheimfähigkeit. Ja, ist ganz sicher. Ja. Peach. Entschuldige, ich habe ganz vergessen, meinen Megaform runterzudrehen, lol. Darf ich vorstellen, ein Transport, mit dem man durch die unendliche Weiten des Himmels segeln kann? Ja, eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht es aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist, mein Freund. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die Geheimtechnik Himmelsritt beizubringen. Let's go, ich bin dabei. Let's go! Ja, das hat dann quasi an der Stelle Fliegen ersetzt. Geheimtechnik Himmelsritt. Einfach so. Finde ich cool. Finde ich cool, möchte ich sagen. Okay, cool. Dankeschön dafür. Lass uns mal ganz kurz hier reingucken. Oh, BD. Hier geht gar nichts, wie es aussieht. Lass Eisenschweif ganz kurz holen, Freunde. Und dann fliegen wir direkt rüber, denn unsere Pokémon können wir drüben healen. Heilen. Ich kann es kaum erwarten, ohne Spaß. Oh, Lavandia. Oh. Macht euch bereit, Freunde. Macht euch bereit. Oh. Wie viel kostet Eisenschweif? 50.000. Wir haben nicht mal so viel. Komm, warte, wir haben noch aber ein paar Nuggets. Ich will was verkaufen. Ja, 6 Stück haben wir. Let's go raus damit. Ja. Nice. Riesenperlen und so können wir eigentlich auch verkaufen, aber ja. Das reicht erstmal. Eisenschweif. Nice, her damit. Haben wir Spukball gekauft? Ich glaube ja, oder? Ja, haben wir. Okay. Sandan, kannst du schon Eisenschweif erlernen? Sandan, schauen wir mal. Bitte. TM-Box drin. Eisenschweif. Da. Pikamau, Sandan, Schiller können das. Sandan reicht erstmal vorerst, ja. Stärke 100. Genauigkeit war 75, aber Stärke ist 100. Und, ja. Es ist ja auch vom Typ Stahl. Sehr gut, so wie Sandan, sehr schön. Eisstahl, das finde ich eine sehr coole Kombo, um ehrlich zu sein. Finde ich eine sehr coole Kombo. Okay, und zwar, Freunde, jetzt. Seid ihr bereit, Freunde? Wegen Lavandia. Das wird jetzt ein Ding. Jetzt setzen wir erstmal die Geheimtechnik an. Mich interessiert es nämlich auch, wie das aussieht, das Ganze. Pikamau. Und zwar die Geheimtechnik. Du kleine. Ja, was ist denn los mit dir? Okay, das reicht heute. Himmelsritt, jetzt. Und zwar nach Lavandia. Wie sieht das aus? Olle! Kapitän Pikachu! Oh. Ich kann es kaum erwarten, Freunde. Ich will,
Ich will diese Sequenz. Ich will jetzt diese Sequenz mit Dragosto sehen. Ich will sie einfach sehen, jetzt, um ehrlich zu sein. Okay. Sana, komm. Die Musik. Oh, Ansgar, was los? Dann wurde Dragostos Mutter also... Hör auf. Genau. Team Rocket schnappt sich ein Knogger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Dragosto sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ich habe so Gänsehaut gerade. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Dragos in diesem Turm verschwunden ist. Ich hatte am besten nach einem Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. Geschwänzt zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Wir haben zum Glück die Silver Scope. Komm, Manzen, komm. Komm, Manzen. Ja, ich hab's. Oh, Freunde. Komm mit, Manzen, komm. Jetzt bin ich schon auf die Sequenz. Damals schon ohne so eine Sequenz oder so, ohne dass Dragosto da war und nach seiner Mutter gesucht hat. Selbst das hat mein Herz gebrochen. Aber jetzt. Und jetzt werden wir, by the way, Pokémon sehen. Also die Gespenster waren eigentlich Pokémon-Freunde. Und wegen des Sylph-Scope sehen wir jetzt die Pokémon, können auch gegen die kämpfen, beziehungsweise die können sie auch fangen. Schaut jetzt. Also gibt es hier wirklich Gespenster. Huch, Osu, was hast du denn da? Bzzz. Genau, siehst du jetzt? Bam, schaut mal her. Warum ist es so groß? Was ist das, wie groß? Hey! Ich will Alpollo. Wo ist Alpollo? Alpollo. Dieses kam auch von Alpollo, Freunde. Mehr oder weniger. Wo ist Alpollo, bitte? Alpollo. Habt ihr gesehen, wie groß Alpollo war? Alpollo. Hallo. Hallo. Apollo? Bide? Wo ist aber die Silph Scope geholt? Bide? Kommt ja auch noch ein Pokémon? Bide? Lol, okay. Jetzt sieht ihr zum Glück, haben wir in dem einen Part alle besiegt gehabt. Aber warum kommt kein Pokémon? Das finde ich jetzt schade ein bisschen. Naja, vielleicht erst nach der Sequenz. Apropos Sequenz, Freunde, jetzt kommt's. Sander, komm. Hey. Mach kein Käse. Freunde, jetzt. Verlass diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Das ist noch größer als das von vorhin. Oder du mach noch mal das, was du vorhin gemacht hast. Freunde. So traurig. Oh nein, was ist das für eine Szene, bitte? Nein. Nein. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Dragosto. Genau deswegen wollte ich Dragosto ums Verrecken wieder retten und helfen. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits verschwunden. Entschwunden. Dragosto. Du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Hör mal, Osaru. Ich will Dragosto nicht alleine lassen. Deshalb
werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji nachsehen, umsehen? Also nee, machen wir, haben wir auf jeden Fall. Partnerarbeit. Falls du ihn noch findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du auch nach Hause begleiten könntest. Machen wir. Komm, du kommst nicht allein zurecht, wird erledigt. Ja, du hast was verpasst, mein Freund. Guck mal, Freunde, und das hatte ich damals so in 8-Bit. Ohne Sequenz, nichts, nur durch Text. Selbst das hat mich getroffen. Und jetzt, das hat sich jetzt gebrandmarkt in meinem Körper, diese Szene hier. Das war richtig geil. Pikachu, was sagst du? Du bist entschlossen, ne? Du bist entschlossen, jetzt Team Rocket eine reinzuklatschen. Sehr schön, Pikachu, das gefällt mir. Oh, Freunde. Unglaublich echt. Das war richtig geil. Die Szene war brutal. Herzergreifend. Das sind richtig die Feelings. Das sind die Flashbacks, Freunde. Das sind die Flashbacks. Jetzt hauen wir Team Rocket eine rein, ganz sicher. Ganz sicher. Dieser Cross entwickelt sich jetzt, korrekt? Dieser Floor, Freunde, und jetzt, oh mein Gott! Dieser Floor, wenn es hinter uns läuft, wie krank, wie mächtig das aussieht, wenn wir da mit dieser Floor antanzen. Das wird geil. Geil. Jetzt will ich eine Attacke lernen. Blättertanz. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Perfekt. Auch noch auf Spezialangriff. Sehr, sehr schön. Genau so eine Attacke haben wir gebraucht. Sehr schön. Das gefällt mir. Sehr cool, Bisaflor. Sehr cool. Bisaflor. Weil ich habe mich gefragt, was Bisaflor ist. Also welchem realen Tier es ähnelt. Ein Frosch, legit ein Frosch, ihr werdet es gleich merken. So, jetzt passt man auf, wenn wir Bisaflor jetzt nehmen. Oh, das mit Knogger, die Szene gerade. Oh, wie mächtig das aussieht. Guck jetzt, schaut jetzt, wie das hinterher springt. Oh, Knogger. Seht ihr das? Der springt so wie ein Frosch. Wie geil das aussieht. Ups. Schon eine geile Szene, oder? Gerade eben. Wenn wir jetzt hier noch einen Apollo finden, das wäre richtig geil. Das wäre übertrieben geil. Nebula hatten wir schon. Guck mal, wie geil dieser Floor. Aber... einfach kleiner als Apollo so, weißt du was ich meine? Keiner weiß. Bisaflor. Wie geil das aussieht, wie mächtig das aussieht. So, jetzt die kleinen Pisser von Team Rocket, wo seid ihr? Hä, Mr. Fuji, nur du bist da? Oh, was geht jetzt ab, Mr. Fuji? Oh, jetzt, da sind die. Oh, yeah. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forscher an den Nagel gehängt hast, aber dann ist jetzt Schuss. Du wirst wieder in Labok schlüpfen müssen, und zwar im Namen von Team Rocket. Mr. Fuji, du wagst uns zu ignorieren. Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Warte ab. Ihr kleinen Pisser, ihr seid wieder so fehl am Platz. Ihr seid wieder so fehl am Platz. Ganz ehrlich, Mann. Ach, wieder so eine Abreibung von mir. Wieder so eine Abreibung von mir. Let's go. Oh, wir haben jetzt Eisenschalt drauf. Das stimmt.
Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Boah, was war das für eine Attacke? Hör doch auf, bitte. Hör auf mit sowas. Ich flehe dich an, bitte. Hör auf mit so einem Käse, Mann. Wow, wie geil die das gemacht haben. Oh, jetzt setzen wir Bisa Flo ein, oder? Bisa! Geil, der sieht geil aus. Oh ja. Battle Hans, tritt das beide? Ja. Sollte sein. Oh nein, sag mir nicht, das trifft jeden. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, stopp! Ich hab's falsch im Kopf. Blättertanz, jetzt weiß ich, wie Blättertanz ist. Greift willkürlich an. Willkürlich. Ja. Spiegelcape machen wir mal mit dem. So, ja, Lauf sammeln. Genau, ja, willkürlich. Und dann soll es sich aber auch verwirren, glaube ich, nach Zeit herum. Wenn ich es so richtig im Kopf habe. Ich habe es nicht gelesen. Oh, der hat mich nicht angegriffen. Lol. Stimmt, muss mir angreifen. Hast du eine nette Attacke? Ja, okay, genau. Ist wie Wutanfall quasi. Mehr oder weniger. Und Fuchtler. Grab mich doch mal an, du kleiner Pennermann. Was reizt denn mit dir, fliegende Portion? Oh nee, hör auf. Jetzt reizt bestimmt. Nein, doch nicht. Krass. Oh, es hat durchgehalten. Sehr schön, dieser Floor. Dank meiner Liebe. Es ist die Liebe! Die Liebe! Effinobelt. Warte, wir gehen mal so. Habe ich noch einen Trank oder so? Leider nicht. Aber. Und du wirst verdammt. Hoffentlich reicht das. Das muss reichen, dieser Floor. Okay, sehr schön. Cool, 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 cool. Torbrille 34, nice. Was ist eigentlich los? Verpiss euch bitte. Lass mich zu Mr. Fuji. Zieht Leine, komm. Mr. Fuji, aber mit dir will ich auch noch sprechen, mein Freund. Glaskopf, du. Pikachu, was ist los? Kann man schon? Ja, frag nicht, frag nicht. Bisa Flo, bei dir alles gut? Ein schwer zu entzifferndes Gesicht. Lol, okay. So, Mr. Fuji, was geht jetzt bei dir? Hm, wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was? Team Rocket soll jetzt auf mich abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knoggers Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ja, okay. Ah, wie schön, hat Knoggers Seele endlich Frieden gefunden. Bitte bleib mich doch zu mir nach Hause, ich möchte mich bei dir bedanken. Komm mit. Oh, Sadok, wenn du deine Pokémon nicht genug Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Pokéflöte. Nice. Das ist für Relaxo. Wo ist aber jetzt Dragosso? Wo ist Dragosso? Das würde ich gerne wissen. Hey, schaut mal da, ein Gemälde von Dragosso und Pikachu. Wo ist Dragosso? Das würde ich gerne wissen jetzt. Arnski? Wo ist Dragosso? Jetzt mal im Ernst.
Das würde ich schon gern wissen, jetzt um ehrlich zu sein, Mann. Dieser Flow, was los? Oh, ja, was ist los? Ah, keiner weiß. Ah, du hast da etwas entdeckt. Ah, okay, okay, okay. Bisa Flo. Bisa. Ja, okay, Freunde. Hm. So viel zu der. Zu unserer Short Story mit Dragosso. Wir konnten ihm zum Glück noch helfen, auf jeden Fall. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege wieder, Dragosso. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege wieder, mein Freund. Let's go. Aber. Ich würde gerne Apollo fahren. Na, das ein Ding ist. Let's go. Na, 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 du, 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 du. Dieser Flur. Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Meine Stimme ist schon weg, Freunde, vor lauter Trauer. Bisa. Würde gerne Apollo fahren, um ehrlich zu sein. Ne, kein Nebulak. Ein Apollo, Apollo. Freunde, dann lasst uns mal. Oh. Lasst uns mal diesen Part so lange machen. Noch ein paar Minuten so. 5 Minuten, 5, 8 Minuten. Bis wir einen Apollo fangen. Und dann gehen wir rüber nach Prismana City. Und im nächsten Part gehen wir dann in die Arena zurück von Prismana City. Lasst uns das mal so gestalten. Relaxo können wir auch noch holen auf dem Weg. Zwei Relaxo sollten wir eigentlich antreffen. Na, nee, einen. Nee, zwei. Wenn beim Fahrradweg der noch eine da ist, dann auf jeden Fall auch dort. Oh. Ich fange jetzt einfach mal jedes Nebulak. So sag ich mal. Oder jedes Pokémon, was mir in die Quere kommt, bis ein Apollo kommt. Dann trainieren wir auch ein bisschen mehr oder weniger nebenbei. Wisst ihr, was ich meine? Hier, seht ihr? Alles easy. Sehr schön. Okay, sehr cool. Fangsäge 2. Genau, wenn wir die Fangsäge jetzt von diesem Nebulak bis 31 treiben würden, dann würde es seine Shiny Rate erhöhen. Golbat wollen wir nicht. Würden wir jetzt gegen Golbat kämpfen, wäre es aber absolut kein Problem. Solange wir fliehen, dann bleibt die Fangsäge. Nice, 33, cool. Feuerwirbel. Okay. Hm, ja. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Alles mitnehmen. Let's go. Drei Level für Glutexo noch. Zwei für Tauboga. Alright. Bin dabei. Nam Joa Ringakiwa. Hä? Aber es kommen halt echt. Ah, ich wollte gerade sagen, es kommen schon wenige Pokémon. Ah, der Penner. Also, wow, okay, wir kriegen, glaube ich, gute Experience von denen. Schlitzer? Hm, Schlitzer braucht man nicht. Eissieb, Eisenschweif, Schlitzer. Obwohl Schlitzer neutral, 70. Machen wir Spielcape. Ah, Spielcape war eigentlich aber auch ein guter Konto, um ehrlich zu sein. Spiegelcape. Ich finde schon, dass man in Spiegelcape arbeiten kann. Finde ich
Ich finde schon, dass man mit Spielcape arbeiten kann. Mit Schwertanz aber eigentlich auch. Eigentlich würde ich ungern jetzt Schlitzer geben, weil. Vom Normalangriff. Braucht man nicht, komm. Sei es drum. Wäre. Ja, würde es vielleicht passen zu den Sandal oder Sandama, aber brauchen wir nicht unbedingt, finde ich jetzt. So, fangen Sie Serie 4 haben wir mittlerweile. Nice. Kommst du noch her? Oh. Okay, hier sind schon auf jeden Fall mehr. Nice. Okay, korrekt. Also, gerade läuft's gut, Gott sei Dank. Ja, ich will keine bösen Omen beschwören. Aber gerade. Ey, schau mal. Okay, hier läuft's echt gut. Hier läuft's echt gut. Also, wenn ihr Zeit habt, dann trainiert. Fangt auf eure Pokémon, um eure eigenen zu trainieren. Das macht auf jeden Fall was aus. Tragosso, ey. Mach mal weiter mit der Fang. Wir fangen einfach mal Nebulak die ganze Zeit. Komm her. Obwohl ich schon gern das Tragosso auch fangen würde. Einfach so, was Tragosso ist. Aber wir haben jetzt mit Nebulak angefangen. Wegen der Fangserie. Lass mal einfach mal so. Vielleicht passiert ja irgendwas Krankes. Upsa. Ja, Freunde, so würde dann quasi ein Shiny Hunt Stream aussehen. Weißt du, wenn wir jetzt Nebulak als Shiny haben möchten, dann würden wir so lange Nebulak fangen, bis wir auf Fangserie 31 kommen, okay? Und bei Fangserie 31, dann würde ich nur noch so umhergucken, ob ein Shiny Nebulak dann kommt. Die Rate ist natürlich trotzdem sehr gering, aber es ist das Höchste, was man gehen kann, beziehungsweise nur von der Fangserie aus. Man kann auch Lockparfüm aktivieren, man kann Schillerpen aktivieren. Apropos Lockparfüm. Ich behalte mal mein Lockparfüm. Ah, guck mal, hier ist noch eins. Wie lange ich gewartet habe, gell? Ich wusste selbst nicht, ob ich werfen soll oder nicht. Aber gut, hat funktioniert. Alpollo, wie groß Alpollo war, jetzt mal im Ernst. Dieser Floor, wie geil das aussieht. Oh, riesiges Alpollo. Nebulak. Sehr schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Gibt schon gute Experience, möchte ich sagen. So ist nicht. Und die Junge, je höher die Fangserie jetzt auch wird, bei 31, dann sind mindestens 4 Werte auf sensationell, wenn mich alles täuscht. Wenn ich es richtig gelesen habe. Tragosso, was geht ab? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich bis auf Fangserie 31 hochcatchen soll. Eigentlich nicht, ich will eigentlich nur einen Alpollo den nehmen und dann ins Team packen so. Aber je höher wir mit der Fangserie gehen, desto stärker werden auch unsere Nebulak. Heißt eventuell, würde ich dann sogar Nebulak behalten, auch zu Alpollo entwickeln, sag ich mal. Wenn wir ein sehr gutes, starkes Nebulak fangen, sag ich mal. Ne? Deswegen machen wir mal einfach ein bisschen weiter. Und ja, genau. Bin echt gespannt, was da noch abgeht. Oh, okay, nice. Oh, Nebulak, wenn du da in der Mitte stehst, so angenehm für mich, das glaubst du gar nicht. So angenehm für mich, das glaubst du gar nicht. So angenehm. Es ist so angenehm für mich auch an der Stelle. Wenn die Pokémon einfach nur so in der Mitte bleiben. GG. Fangen sie jetzt 10. Lalalalalala. Was ist das?
Da war doch irgendwas. Ah, noch ein Nebula, okay. Ja, wohin willst du gehen, mein Freund? Es gibt keinen Ausweg. Aber muss nicht sein. Oje, oje. Jetzt fängt sie da an, hä? Oh, nein! Hm? LOL! Das ist halt das, ey. Weil meine Switch da seitlich ist, das kannst du vergessen, Mann. Das kannst du vergessen, weil die seitlich ist so eklig. Guck mal. Es fängt wieder an, ey. Ist jetzt meine Fangserie kaputt? Das finden wir jetzt heraus. Ich komme mir manchmal so dumm vor, wirklich, aber das Ding ist, mein Switch steht links von mir und mein Monitor ist schräg von mir oder eins ist vorne, das ist eklig so. Aber gut, was soll's. Wie viele Superbälle haben wir eigentlich noch? Muss das sein, ey, bitte. Aber der hat halt eine hohe WP. Wie ich mich gerade konzentrieren musste. Ah, das muss doch nicht sein jetzt, bitte. Das muss echt nicht sein, Nebula. Komm schon. Okay. Jetzt bin ich schon wegen der Fangserie. Weil, wenn die kaputt ist, dann laufe ich, glaube ich, runter und dann gehen wir nach Prismane, dann passt das schon. Ja, mein Nebula, den entwickeln einfach und dann gut ist. Ja, ist kaputt gegangen, siehst du? Habt ihr gesehen? Weil es geflohen ist. Oh je, wenn das bei einem Shinyan passiert, ist halt total RIP. Oh mein Gott, okay. Das ist halt total RIP. Lass mal aber kurz den Nebula hier anschauen. Ja, okay. Keines ist auf Sagen, was? Krass. Ja, okay. Ich, wisst was, das reicht mir eigentlich schon mal jetzt dann. Das ist nur, ja, ich hätte jetzt eigentlich schon gerne Alpollo, aber was soll's. Alpollo! Genau das, Freunde. Genau das. Perfekt, ist doch eins gekommen. Sehr schön. Machen wir erstmal das. Dann kriegst du von mir eine Nanabere. Auch noch hintergeschmissen. Dann kriegst du von mir einen Hyperball. Dann kriegst du von mir ein Michael Jordan. Ein Wurf. Boah, was? Nein, hör auf bitte. Guck mal, das ist unglaublich. Hör auf, bitte. Ich will dich an, hör auf. Bitte, ich flehe dich an. Komm in die Mitte. Ich flehe dich an. Bitte, lass mich hier nicht wieder ragen, ich fühle dich an, bitte, 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 bitte. Guck mal, ich werf nach rechts, ich werf von meiner Konsole aus nach rechts. Pokéball, wir haben keine Hyperbälle mehr. Krass, okay.
Krass, okay. Okay, sehr schön, Freunde. Alpollo. Korrekt, Alpollo, it is. Nice. Und ciao. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir Alpollo an der Stelle. Sehr schön. Jetzt lass es mal raus. Also guck mal, ich würde gerne wissen, was mit Alpollo abgeht. Oh, Tragosso. Ich muss Tragosso fahren, sorry. Oh je, der springt auch nach links und rechts. Schön, sehr schön, sehr schön. Cool. Ist auch ein weibliches Tragosso an der Stelle. Hm? Blubschral! Aber tu dir keinen Zwang an. 65, ne, wir haben Siedewasser, das muss nicht sein. Okay, sehr schön. So, Freunde, lasst uns, wie gesagt, nach Prismana City noch kurz fliegen. Da machen wir Ende für diesen Part. Und im nächsten Part gehen wir dann auf zur Arena-Leiterin auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen. Guck mal, was im Fahrradweg abgeht und so fort. Spielen dann einfach im Prinzip weiter. Jetzt haben wir Alpollo uns gefangen. Das ist cool. Das freut mich. Alpollo entwickelt man, indem man Alpollo tauscht zu Gengar. Also wenn man Alpollo tauscht, dann wird es zu Gengar. Muss auch nochmal zurücktauschen an der Stelle. Überlegt mal, ihr tauscht mit einem Kumpel und der tauscht einfach nicht mehr zurück. Ja, GG Friendship. GG Friendship, sage ich dazu nur. Und ja, oh, nein, okay. Sehr schön, sehr schön. Hui, okay. Protect Level 34, sehr cool. Tauburga braucht noch ein Level. Ich glaube, ich gebe Tauburga kurz eine Spritze. Ein Sonderbonbon. Damit sich entwickelt, weil Tauburga würde ich dann aus dem Team rausnehmen, weil ich habe schon quasi ein Flug-Pokémon mit Glurak dann. Feuerflug. Und würde gerne Alpollo reintun für ihn. Das machen wir jetzt ganz kurz noch. Alright. Und zwar lasst uns aber erstmal, wie gesagt, nach Prismana City. Und genau. Oder obwohl, wie gesagt, wir können das Ganze hier machen. Im nächsten Part fliegen wir nach Prismana dann. Lass uns mal. Achso, lol. Ich wollte gerade zur Box rennen. Lass uns mal, wie gesagt, Tauburga kurz boosten. Lass uns entwickeln. Einfach einen Boost geben. GG. Wo sind die Sonderbonbon? Oder sind die einfach hier so? Sonderbonbon? Ja. Und zwar. Tauburga, hier kriegst du eine Spritze. Entwickel dich mal. Let's go. Wir helfen dir ein wenig aus. Die Bulma mit Vegeta beim Vierfachen. Eine Spritze geben wir dir. Tauboss, bin gespannt, wie es mit Tauboss aussieht. Man, Alter, wenn man auf Tauboss fliegt, dann heul ich. Ah, Tauboss. Wie geil Tauboss aussieht. Aber Mega Tauboss sieht umso brutal aus, Freunde. Mega Tauboss hat richtig Swag und Style. Der ist richtig so ein Swaggy. Mega Tauboss. Nice, jetzt haben wir einen Tauboss auch noch. Korrekt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wie geil. Tauboss. Ist Tauboss so groß, oder was? Jetzt bin ich gespannt. Seid ihr bereit? Ah, es fliegt leider nur neben uns. Okay, ich dachte, wenn man auf Tauboss fliegen könnte, wäre es krank. Okay, so groß ist es auch nicht. Oh, cool. Cool, cool, cool. Okay, Tauboss haben wir jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt wegen Alpollo, Freunde. Was mit Alpollo geht. Wie sieht denn das mit Alpollo aus? Mit? Spezialangriff Hochverteidigung runter. Okay, mit dem können wir sogar was anfangen. Perfekt. Das freut mich. Mit dem können wir sogar was anfangen. Der hat sogar Spukball, Tiefschlag. Sehr schön. Das ist ein schönes Alpollo, finde ich. Es geht. Okay, aber auf das achte ich eh nicht. Auf das achte ich eh nicht. Cool, Alpollo nehmen wir mit. Alpollo, dem Team hinzufügen. Tauboss, Dankeschön für all deine Daten und ciao. Jetzt, Freunde. Was geht mit Alpollo? Was? Nee. Guck mal, wie das sich anhört. Wie geil sieht denn das aus, bitte?
Das Maximum von alle ist das. Freunde, in dem Sinne, Freunde. Oh, mau, alle. Lieben Dank fürs Zusehen. Bleh. Und Alpollo und ich sagen hier an der Stelle, bleh. Ciao. Wirklich, wie geil sieht das aus? Wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.